offensive Aufstellung, die Marc Unterberger hier wählt. Krattenmacher kann natürlich auch ein bisschen offensiver schieben, so auf so eine Achterrolle gehen. Das heißt, vier neue, Greilinger und Rheinzahler komplizieren die Viererkette. Offensiv kommen Schröter und Lakenmacher. Es läuft. Haben wir als Kurzoption, ist mit dabei, aber es gibt hier die hohe Variante Richtung Strafraum. Und da ist das Tor für Unterhaching. 31. Minute. Eine Ecke. Dann versuchen wir es nochmal. Schröter, kurze Variante. Geht zurück. Und saftiger Schuss. Ja. Bringt endlich mal Torgefahr, so richtig Torgefahr. Marlon Frei. Ball kommt, ganz gut. Geht dann aber auch im hohen Bogen übers Tor. Und das war's mit Hälfte 1. 1-0 Führung für die Spielvereinigung Unterhaching durch das Tor von Stiefler. Abfahrt, zweite Halbzeit läuft. Unterhaching hat angestoßen, jetzt von links nach rechts unterwegs. Krattenmacher. Keller. Keller probiert's mal. Und Hehler muss ran. Lambi noch mal in die Mitte. Und geklärt von Rheinzahler. Top-Möglichkeit für die Spielvereinigung Unterhaching. Ja, gute Aktion. Lambi. Unterhaching macht jetzt wieder mehr nach vorn. Gute Flanke. Kann es jetzt auch weitergehen mit dieser Ecke durch Guttau. Kommt ganz gut! Und Volland schaufelt das Ding übers Tor. Gegnerische Hälfte, Skalatidis. Schwabel mit der Flanke! Oh, Hiller! Gegen Hopsch. Das muss das 3-0 sein. Krattenmacher nochmal und wieder hin. Jetzt geht's wieder los mit Zerbo. Keller gegen Reich. Keller vorbei an Reich. Und es ist Hiller. Immer wieder Hiller, der den Löw hier noch eine Chance lässt, zurückzukommen. Hofft, dass er nicht allzu hart getroffen wird. Nils Müller flach, aber Hiller ist da. Ja, und das war's. Derby-Sieger, Spielvereinigung Unterhaching 2-0 gegen den TSV 1860 München. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.